hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Natalia Köppel und ich bin hier gerade mit Herrn Rainer Neidhardt vor seinem Restaurant Neidhardts Küche. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Neidhardt, als Gastronomieunternehmer hat Sie die Krise ja ziemlich schwer getroffen. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als klar war, dass Sie vom einen auf den anderen Tag schließen müssen? Ja, also erst haben wir mal die Tür zugeschlossen, haben eine Flasche Wein aufgemacht und haben gesagt, okay, was machen wir? Haben auch erstmal eine ganze Woche sacken lassen, weil wir ja auch nicht genau wussten, was dürfen wir nicht. Und sind aber relativ schnell auf die Idee gekommen, natürlich To-Go zu machen, was natürlich für uns ein bestimmtes Thema ist, weil wir natürlich auch einen Qualitätsanspruch an das haben, was wir selber produzieren und natürlich der Gast auch an uns einen Qualitätsanspruch hat. Also für uns kam auf keinen Fall in Frage, warmes Essen auszuliefern, weil alles, was man warm hat, wird nicht besser. Und dann haben wir uns einfach überlegt, wir bieten ein Menü to go an. Das heißt, also die Sachen werden eingekocht, vakuumiert, dass der Gast relativ leicht die Sachen warm machen kann. Und dann auch jetzt gerade für über Ostern, haben wir über Ostern angefangen, war die Wahl für die, das am Samstag, Sonntag oder Montag zu machen. Und das ist gut angenommen worden und läuft auch gut. Aber für uns und unsere Gäste ist es selbstverständlich, wenn die zu uns kommen, dass sie die Produkte, wenn wir sie in der Region bekommen, dass wir sie dort auch kaufen. Und wir haben vor Jahren mal einen Verein gegründet, heißt Wedau Landgenuss, und da arbeiten Gastronomen, Erzeuger, alle miteinander zusammen. Und dafür steht Neidhardts Küche einfach für bodenständige, ehrliche Küche. Ja, und dann natürlich einfach mit Lust und Freude. Natürlich sind die Einnahmen jetzt nicht mit denen von vor der Krise zu vergleichen. Deshalb haben Sie eben auch einen Soforthilfeantrag gestellt. Welche Rolle hat dabei die IHK gespielt? So Beantragungen sind ja immer, ist ja immer so ein Thema für sich. Und natürlich überlegt man, wen kannst du fragen. Und da wir ja eigentlich schon immer mit der IHK gut zusammengearbeitet haben, haben wir gesagt, okay, da rufen wir einfach mal an. Es ging halt hauptsächlich auch um diesen Personalschlüssel, weil wir natürlich einige Aushilfen haben, die auf Minijobs sind. Und da war natürlich die IHK sehr hilfreich und da haben wir natürlich gleich zum Telefonhörer geschnappt, weil wir natürlich auch dann den kleinen Dienstweg gesucht haben, den wir natürlich auch kennen. Was haben natürlich auch zum Vorteil gereicht, wenn man im Vorfeld natürlich auch immer schon mit den Institutionen zusammen arbeitet, dann ist es natürlich leichter, die richtige Person auch sofort ans Telefon zu bekommen. Das ist uns auch gelungen. Und es ging dann auch relativ schnell mit diesem Personalschild 4,8. Ich weiß nicht, wo die 0,2% sind, zum 5%, zu 5 Mitarbeitern. Aber es ergibt sich einfach aus der Konstellation. Und das ging dann auch relativ schnell. Wir haben da also den Antrag dann auch schnell ausgefüllt bekommen, mit der Hilfe halt eben von der IHK. Haben ihn losgeschickt, ist bewilligt worden, ist zwar noch nicht überwiesen worden, aber gut, es ist halt einfach so, da werden wir mit dem leben können. Das freut uns. Ja, Sie sprechen ja gerade davon, dass die Zusammenarbeit mit der IHK schon immer gut läuft. Was sind denn da Beispiele dafür? Also, da gibt es einige Beispiele. Also das markanteste Beispiel ist natürlich die Lehrlingsausbildung. Wir bilden also jährlich aus, manchmal zwei, manchmal drei Auszubildende. Und da gibt es ja immer Fragen, ob es um die Prüfung geht oder auch Berufsschulunterrichte, Fortbildungsmaßnahmen, die ja auch sehr viel angeboten werden, die leider oft nicht von den meisten Kollegen in Anspruch genommen werden, weil sie oft das nicht wahrnehmen. Wie wichtig es doch ist, irgendwie mit diesen. Und wir haben es ja wirklich nah nach Friedberg zur Industrie- und Handelskammer. Da sitzen die Verbindungspersonen. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man manchmal ein bisschen mehr tut, wie man eigentlich tun sollte. Und da kann man die Chance auch nutzen und sagen, hören Sie mal zu, können Sie mir weiterhelfen. Und das ist bis jetzt eigentlich immer gut gelaufen. Sehr schön. Und vielleicht abschließend, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Für alle zumindest, dass mit einem guten Gedanken rausgehen aus dieser Krise natürlich auch, dass wir wieder ausschließen. Mir ist vollkommen bewusst, dass wir nicht dieses Limit erreichen werden, das nächste halbe Jahr, was wir davor hatten. Aber es ist vielleicht auch ein Prozess, wo sich ein bisschen was die Spreu vom Weizen trennt und was vielleicht zum Vorteil gereicht, dass wir dann danach genug Personal haben werden. Das ist ein optimistischer Gedanke. Dann vielen Dank für Ihre Zeit und auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei IHK hilft.